Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr gegen den LASK. Neben mir auf dem Podium darf ich unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner und unseren Cheftrainer Stefan Helm begrüßen. Bevor die beiden ein Update zum Sportlichen geben, noch ein paar Infos von meiner Seite. Wie wir sehen, haben die beiden das neue Auswärtstrikot an, ein schönes Stück von Makron. Es ist seit kurzem im Fanshop und auch online erhältlich. Vor dem Fanshop bilden sich schon lange Schlangen. Wir haben schon für Nachschub gesorgt und bei Makron nachbestellt. Am Sonntag beim Heimspiel wird es ausnahmsweise auch dieses Trikot getragen. Nicht das violette, sondern das weiße, denn das Spiel steht ganz im Zeichen des 130-jährigen Jubiläums des Vienna Cricket and Football Clubs, der am 23. August 1894 offiziell gegründet und angemeldet wurde. Aus dem Vienna Cricket Club hat sich dann 1910 die Vienna Cricketer abgespalten und die wurden dann wiederum später die Wiener Amateursportverein und der wiederum hat sich dann 1926 in FK Austria Wien umbenannt. So, dann haben wir das auch, diesen geschichtlichen Exkurs erledigt. Dann gehen wir zurück zur Gegenwart. Für Sonntag sind 10.500 Tickets abgesetzt. Karten und das Abo, da haben wir ja erstmals 8.000 Saisonabos abgesetzt, sind weiterhin im Fanshop und online unter fhk.at/tickets erhältlich. Das Rahmenprogramm am Sonntag startet um 14 Uhr mit der Eröffnung des Fanshops, des Viola Pubs, unserer Foodtrucks und auch des Kiosks am Ostvorplatz. Dazu gibt es die Hüfburg, ein DJ und Kindergarten in der Westtribüne runden das Programm ab. Alle Infos gibt es da auf unserer Website. Speziell erwähnen möchte ich noch den Info- und Anmeldestand für den Viola Run. Der findet heuer am 17. November statt. Alle Laufbegeisterten können da unter dem Motto dabei sein ist alles entweder 45 oder sogar 90 Minuten durch die und um die Generalarena laufen. Alle Infos gibt es unter fhk.at/violarun oder eben am Sonntag direkt am Ostvorplatz. So, das war's von meiner Seite. Orte, ich darf mit dir weitermachen. Was erwartest du am Sonntag vom Spiel? Was erwartest du am Sonntag gegen den LASK? Ja, danke und liebe Grüße auch von meiner Seite. Ich denke, dass wir mit dem LASK am Sonntag eine sehr, sehr starke Mannschaft zu Gast haben. Ich glaube, das liegt auch auf der Hand. Die haben sie in den letzten Jahren, denke ich, auch sehr, sehr clever auch immer wieder verstärkt. Sind zu einer treibenden Kraft in der österreichischen Bundesliga geworden. Und ich hoffe natürlich, dass wir am Sonntag ihnen alles abverlangen. Wie ich sehr, sehr gerne auch an dieser Stelle sage, wenn es uns gelingt, dass wir das Optimum abrufen und es den Jungs gelingt immer, dass jeder Einzelne an seine Leistungsgrenze geht, dann glaube ich, können wir in Österreich jeden Gegner schlagen. Das zeigt aus meiner Sicht auch quasi jedes Fußballwochenende in Österreich. Gibt es eigentlich nur wenige Mannschaften und da kennt man auch die üblichen Verdächtigen, die quasi kontinuierlich punkten. Beim Rest ist nach wie vor trotzdem sehr, sehr viel Ausschlag nach oben oder unten möglich und darum wünsche ich mir, dass wir auch kontinuierlich punkten und ja, ich würde mir es extrem wünschen in diesen sehr, sehr lässigen Trikots, wie ich finde, dass wir am Sonntag ja, unseren Fans einen Heimsieg schenken können. Dankeschön, Orti. Stefan, ich darf mit dir weitermachen. Du warst gerade mit der Mannschaft draußen beim Training. Kannst du uns ein Update zu den angeschlagenen und verletzten Spielern geben vielleicht? Ja, also ich bleibe bei den Spielern, die ja so kurzfristig eher, also Botzmann und Guenusch und auch Marvin Martins sind schon wieder ins Training eingestiegen. Joe Handel ist eine erfreuliche Entwicklung, wird aber noch die eine oder andere Woche dauern. Und sehr erfreulich war, dass der Marco Raguz ja letzte Woche bei den Young Violets dann die ersten Spielminuten wieder absolvieren konnte. Und ja, Luka Bacurek wird auch noch ein bisschen dauern, muss man abwarten. Und Flo Wustinger und Ziad El-Scheibe sind schon wieder am Weg der Besserung, wird aber auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Dankeschön, Stefan. Kurzer Hinweis, nachdem wir heute keinen Livestream haben, fallen natürlich die Fragen aus dem YouTube-Chat leider weg. Bitte um Entschuldigung, wir machen daher direkt weiter mit den Fragen der Medienvertreter vor Ort. Bitte um ein kurzes Handzeichen, der Julian kommt dann mit dem Mikrofon. Start macht Harald Brandl von Laola. Stefan, du hast den LASK gestern sicher gesehen. Wie beurteilst du allgemein den Saisonstart? Wo siehst du ihre Stärken und wo sind sie am ehesten zu knacken? Ja, ich habe es gesehen und ich habe auch die anderen Spiele von ihnen angeschaut, logischerweise. Und ich finde, sie haben eine sehr klare Struktur gegen den Ball und mit dem Ball. Und jetzt gilt es natürlich für uns, dass wir Wege finden, unsere Stärken auszunutzen, um unser Spiel auf den Platz zu bringen. Sie haben natürlich sehr viel Qualität in ihrer Mannschaft. Wie eh schon erwähnt wurde, haben sie sich kontinuierlich verstärkt immer wieder. Aber ich glaube, bin überzeugt davon, dass wenn wir unsere Sachen gut auf den Platz bringen, so wie es uns beim letzten Heimspiel gelungen ist, dann haben wir gute Chancen, dass wir gute Leistung bringen und dementsprechend auch ein Ergebnis.
Lukas Schneider von der Kronenzeitung. Frage an den Trainer. Das letzte Heimspiel 3:1 gegen den WRC. Danach hat man ja sehr schön mit den Fans gefeiert. Jetzt der neue Abo-Rekord mit 8.000 Mitgliedern. Gibt das vielleicht noch zusätzlich einen weiteren Push, um auch ja daheim wieder voll anzuschreiben? Und ja, was muss besser werden als Wien Hartberg letzte Woche? Also du hast beides angesprochen, und zwar beim letzten Heimspiel hier haben wir sehr viel Spielphasen gehabt, wo wir unser Spiel auf den Platz gebracht haben, und deswegen war das eine richtig gute Leistung und am Ende auch ein sehr verdientes Ergebnis. Und gleichzeitig ist in Hartberg so gewesen, dass es zu viele Phasen gegeben hat, wo wir nicht unser Spiel auf den Platz gebracht haben, und das haben wir uns ganz genau angeschaut und uns dementsprechend auf das kommende Spiel jetzt vorbereitet. Und natürlich ist es so, dass wir da anschließen wollen, wo wir beim letzten Heimspiel aufgehört haben, auch mit der Unterstützung von den Fans, was uns, glaube ich, immer guten Auftrieb gibt, und dementsprechend bin ich da optimistisch, dass uns das gelingen wird. Jetzt noch weitere Fragen. Horst Hölsch vom Kicker. Stefan, du hast in den letzten Spielen einen 17-Jährigen gebracht, einen 16-Jährigen gebracht, hast diesmal einen 15-Jährigen irgendwo in der Hinterhand? Nein, keinen 15-Jährigen direkt bei der Hand, aber einige mit sehr viel Potenzial, die tatsächlich dahinter auf ihre Entwicklung und ihre Chance warten. Und in dem Zusammenhang gibt es zwei Dinge zum Erwähnen. Zum einen habe ich das vor Beginn weg gesagt, es ist mein und nicht nur mein, es ist der Auftrag von mir und vom ganzen Trainerteam und vom Verein dahinter, dass wir Spieler entwickeln, dass wir Spieler, die sich das erarbeitet und verdient haben, im richtigen Moment da die entsprechenden Minuten geben, um ihnen die Möglichkeit geben, sie zu entwickeln. In Philipp Maybach im Speziellen kenne ich jetzt seit Februar. Er hat eine richtig gute Entwicklung genommen schon in der Regionalliga. Er war dann bei der EM dabei, er war dann beim Perspektivspielerlehrgang dabei, und er hat immer positiv auf sich aufmerksam gemacht und stabil geliefert, und das in seinem jungen Alter. Und dementsprechend ist, glaube ich, auch wichtig in dem Zusammenhang zu betonen, dass die Spieler müssen das auch so machen. Die müssen aufzeigen, die müssen im richtigen Moment da sein, und das ist ihnen beiden jetzt gelungen in diesen Spielen. Und unser Auftrag ist, dass wir das geht nicht von einem Moment auf den anderen, aber dahinter gibt es immer Entwicklung, und wir müssen die Spieler dahin führen. Aber wenn es passt und wenn es die Möglichkeit gibt, dann sind wir da immer dahinter, diese Spieler auch groß zu machen und dahin zu entwickeln, dass das auch möglich ist. Nochmal Harald Brandl von Lola. Eine Frage an den Manuel Ortlechner in dem Zusammenhang. Diese jungen Spieler haben Jungprofi-Verträge und dementsprechend auch die ein oder andere festgeschriebene Ablösesumme drinnen. In einem Sommer, in dem Sturm über 1 Million Euro für 2 junge Rieder ausgibt, wie schwierig wird es, solche Spieler überhaupt zu halten? Ja, danke auch einmal für die Frage, weil es ist nämlich auch bei uns nicht selbstverständlich, dass du einen 16-Jährigen einen Vertrag anbietest und dass der automatisch zugreift. Ich glaube, das ist so die allgemeine Wahrnehmung von außen, dass das normal ist. Aber da muss ich auch einmal aus der Praxis sprechen. Das ist überhaupt nicht so. Es gibt natürlich rund um die Jungs immer sehr, sehr viel Interesse. Das ist natürlich speziell, sobald sie in Unnationalteams aufpoppen und ihnen natürlich auch irgendwo die große, weite Fußballwelt von diversen Interessensgebern rund um die Jungs dann auch oft versprochen wird. Die Zeit ist leider auch vorbei, dass die Jungs immer sofort zugreifen. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es nur ganz, ganz viele Jungs gibt, die sagen, hey, ich will den Weg über Austria Wien schaffen. Hier gibt es eine Perspektive. Ich glaube, das hat man in den letzten Jahren gesehen. Und darum freut es mich umso mehr, dass zum Beispiel am Montag auch der Matthias Braunöder, ein Parade-Austrianer, auch dann sein Debüt in der Serie A gefeiert hat. War dann auch im Austausch mit ihm, haben wir auch gratuliert. Und er hat gesagt, tolles Erlebnis. Also, ja, aber es soll zum Standard werden jetzt für dich auch. Und ich glaube, das hat auch absolut drinnen. Und ich denke, dass dieses Beispiel von Matthias Braunöder, auch jetzt falls brutal, was der Can Kellerstedt jetzt erreicht hat, dass der Schule machen soll und dass die Jungs wissen, hey, diesen Weg kann ich über Austria Wien schaffen. Wir können ihnen nur quasi die Hand reichen, ob sie dann sagen, nein, ich greife da nicht zu oder nicht. Irgendwann sind auch einmal unsere Möglichkeiten enden wollend. Und darum freut mich umso mehr, dass speziell diese Jungs, auch der Konsti Alexa, die haben alle bei diesem jungen Förderprogramm, das wir damals ins Leben gerufen haben, mit Academies Eleven, alle zugegriffen, die glauben alle daran. Es gibt auch Maßnahmen außerhalb vom Spielfeld, das hat ja dann nicht immer nur mit Training zu tun, sondern auch mit anderen Themen, speziell in diesem Alter,
Persönlichkeitsbildung. Ich finde, da haben wir viele, viele Fachleute im Verein, federführend natürlich auch den Dr. Werner Zöchling, den auch schon viele kennen. Weil ich denke, dass speziell, wenn dann einmal eine Karriere ein bisschen hakt, und das passiert sehr, sehr oft auch in jungen Jahren, das weiß ich auch aus der eigenen Erfahrung, dann kommt es oft auch auf die Persönlichkeit drauf an. Es ist auch, glaube ich, jetzt nicht egal, ob es für den Konzi Alex oder Philipp Maybach in so brutal jungen Jahren nicht so einfach, was da auf jemanden einprasselt. Man darf nicht vergessen, die Jungs gehen alle noch ganz normal zur Schule, die leben alle noch bei ihren Eltern zu Hause. Du musst das erst einmal auch verarbeiten und da glaube ich, da stehen wir ihnen zur Seite. Wir sind in einem Austausch auch immer mit dem privaten Umfeld. Und ich glaube, der Stefan hat es auch richtig gesagt, da gibt es noch viele andere. Ich bin sehr, sehr happy, weil da wird super Arbeit geleistet und ja, man kann sich, glaube ich, schon auf die Zukunft freuen, dass da noch einige so junge Talente in der Kampfmannschaft dann auch früh aufpoppen. Marc Eder von der APA. Können Sie uns generell ein allgemeines Transfer-Update geben? Wird es noch Zu- oder Abgänge geben? Zeichnet sich was ab? Ja, es ist sehr, sehr oft natürlich in dieser Jahreszeit eigentlich nur eine Bestandsaufnahme zu einem Punkt. Jetzt kann ich sagen, nein, es passiert nichts mehr und drei Tage später kommt aber was rein und dann müssen wir sich damit auseinandersetzen. Es hängt auch ein bisschen oft von der individuellen Situation eines Spielers ab. Der eine oder andere ist dann nicht so happy mit den Minuten. Das zeigt dann oft auch dann nochmal der Herbst, ob vielleicht dann im nächsten Transferfenster wieder was passiert. Aber Stand heute wage ich zu behaupten, dass eher ruhig ist. Aber natürlich ausschließen tue überhaupt nichts. Aber von der Zugangsseite wird wahrscheinlich nicht mehr großartig viel passieren. Abgangsseite traue ich es mir nicht ausschließen. Eine Frage noch an den Trainer. Sie haben davon gesprochen, vom Stärken ausspielen. Welche Qualitäten wird es da im Speziellen brauchen gegen den LASK? Ja, also in dem Sinne, dass wir in die unterschiedlichen Phasen unser Spiel auf den Platz bringen. Das ist, dass wir mit dem Ball mutig auftreten, dass wir in den Rücken des Gegners reinkommen, dass wir unsere Spieler ins Spiel bringen. Und gleichzeitig ist es so, dass der LASK natürlich eine sehr ballsichere Mannschaft ist, wie schon betont, mit Spielern, die sehr viel Qualität haben. Und dann gilt es im richtigen Moment aber immer wieder, die in Drucksituationen zu bringen, sodass wir auch da sie nicht zur Ruhe kommen lassen, aber trotzdem mit einer gewissen Flexibilität. Und in dem Zusammenhang muss man sagen, dass wir sind trotzdem noch immer in dem Prozess. Ich bin jetzt seit 8 Wochen hier, wo ich sage, wichtig ist, dass wir auf die Dinge, die schon in einer gewissen Weise gefestigt sind, dass wir die einmal auf den Platz bringen. Und dann geht es aber darum, dass wir in die einzelnen Phasen trotzdem noch extrem viel Spielraum nach oben haben. Da bin ich überzeugt, dass wir noch lange nicht auf unserem Top-Level angekommen sind. Könnte, wie kann es auch anders sein, aber ich glaube, ich sehe da noch sehr viel Potenzial. Und jedes Spiel ist eine Gelegenheit, dass man aber sich da verbessert und sich immer mehr dem Idealbild annähert. Wobei das Idealbild zu erreichen, das ist ja schwer möglich, aber wir haben ein klares Bild und jedes Spiel ist eine Gelegenheit, dass wir uns in die Richtung weiterentwickeln. Nochmal Lukas Schneider von der Krone. Frage an den Trainer, welche Dinge sind denn deiner Meinung nach schon gefestigt, beziehungsweise wo ist noch oder mehr Luft nach oben? Also ist natürlich immer abhängig, was der Gegner anbietet, aber zum Beispiel im Spiel gegen den WRC waren wir richtig gut mit dem Ball, wir haben viele Spielanteile gehabt, waren sehr oft im gegnerischen Strafraum, im Gegner vom eigenen Strafraum weggehalten und das ist genau unsere Herangehensweise. Und wenn uns das gelingt, das auf den Platz zu bringen, dann sind die Tore und die Torsituationen eine Folge daraus. Und Fußballspiel ist sehr komplex, jedes Spiel schreibt seine eigene Geschichte. Und wir müssen das aber reinbringen, dass wir in jedes Spiel gleich reingehen, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen. Für das ist aber einfach ein Prozess, der natürlich über positive Ergebnisse sich beschleunigt. Man kann aber immer wieder ein schlechtes Training oder ein nicht so gutes Spiel ist Teil von dem Prozess. Und natürlich wünscht man sich immer, dass das schnell vonstatten geht, aber es ist vollkommen normal. Und ich sage, was uns im letzten Heimspiel sehr gut gelungen ist, wir waren sehr präsent, wir waren die dominante Mannschaft, wir haben in viele Phasen das gesehen, was wir schon sehen wollen, aber gleichzeitig ist es so, dass ich glaube, dass wir da noch ganz viel Potenzial nach oben haben. Noch einmal Harald Brandl von Lola. Nochmal Frage an den Manuel Ortlechner. Im letzten Heimspiel hat es ein Transparent gegeben, dass Jürgen Werner so deinen Abgang gefordert hat. Du kennst die führenden Köpfe der Fanszene. Bist du danach in Kontakt getreten mit ihnen? Weißt du, was dir konkret vorgeworfen wird? Ja, natürlich kenne ich die führenden Köpfe. Ich habe mich, egal in welchem Verein ich war, egal ob Spieler oder in welcher Funktion, immer mit der Fanszene auseinandergesetzt. Also somit ist das jetzt nicht etwas Neues für mich.
Bin auch da im Daueraustausch eigentlich bei uns mit der Fanszene, somit kenne ich grundsätzlich die Vorwürfe. Ich mag aber an dieser Stelle eigentlich nichts dazu sagen. Also ich möchte das Thema eigentlich eher ruhen lassen, das muss man auch verstehen, weil ich habe keine Lust, irgendwo nur weiter Öl ins Feuer zu gießen. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass eine gewisse Ruhe einkehrt. Ich weiß, dieser Verein ist sehr, sehr oft sehr, sehr kompliziert. Wir haben einige Stakeholder-Gruppen, die auch eine hohe Erwartungshaltung haben. Manchmal habe ich das Gefühl, man glaubt oft, wir, die hier sitzen, unsere Erwartungshaltung ist komplett anders. Ne? Auch wir streben nach dem Allerbestmöglichen. Aber ich glaube auch, dass wir ganz gut einschätzen können, was ist grundsätzlich möglich, wo stehen wir. Und da bin ich voll beim Stefan. Ich bin auch der Meinung, dass das ganze Leistungsspektrum nach wie vor nicht ausgeschöpft ist, dass wir viel Luft nach oben haben. Aber es ist aus meiner Sicht alternativlos, dass man kühlen Kopf bewahrt, ruhig bleibt und ja, an den ganzen Prozess weiterhin glaubt. Thomas Muck von Sportreport. Manuel, da möchte ich dran anschließen. Wahrscheinlich werden bei einem Verein wie die Austria nur Siege Ruhe bringen. Gibt es aus deiner Sicht noch andere Dinge, wo du sagst, das würde jetzt einmal dem Trainer, dir, dem Jürgen auch einmal Zeit und Luft geben, dass man mal in Ruhe kontinuierlich arbeitet, ohne Querschüsse? Oder sind es in Wahrheit nur Siege? Ich glaube auch, dass man es jetzt mal ein bisschen von den Personen lösen muss, weil ich habe das Gefühl, man reduziert es dann einfach nur auf eine oder zwei oder drei Personen. Das ist, glaube ich, das, was mir jetzt im Kontext eigentlich am meisten stört. Ich kann mir an fast keine einzige Entscheidung im Verein, wenn ich nur von dem Sport rede, erinnern, die alleine von einer Person getroffen werden. Also wir sitzen permanent zusammen und zerbrechen uns die Köpfe und in der Regel passieren diese Entscheidungen immer, ja, wo mehrere Menschen involviert sind. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig zu formulieren, weil ja einfach immer nur der ein oder der andere dann nach außen vielleicht auch aufpoppt und man glaubt, das wird ihm alles nur angewiesen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich finde auch, dass wir sehr, sehr gute Kultur innerhalb haben, wo wir Dinge diskutieren. Also wenn ich nur erinnere an Bad Datzmannsdorf, ich glaube, Steffi ist auch nicht einmal vor Mitternacht ins Bett gegangen, weil wir gefühlt schon alles fast schon zu viel diskutiert haben. Und das ist auch kein, wie soll ich denn sagen, es herrscht auch bei uns keine Ponyhof-Mentalität, wo wir sie nicht auch glauben, wir dürfen uns nicht gegenseitig Dinge ins Gesicht sagen, sondern es soll immer konstruktiv bleiben und das kann ich auch versichern, das ist der Fall. Und wir haben alle nur das Beste für die Austria im Sinne und deswegen ja, arbeiten wir auch Tag und Nacht quasi daran, dass wir den Verein so erfolgreich wie möglich gestalten. Ja, natürlich, jetzt wäre es besser natürlich jede Woche zu gewinnen. Aber dann glaube ich, ist man auch sehr realitätsfremd, um zu fordern, dass Austria Wien jedes Spiel gewinnt, weil dann muss ich auch dazu sagen, dann hängen Menschen, die das fordern, schon brutal noch in der Vergangenheit. Und da ist man lieber beschäftigt mit der Gegenwart und die ist einfach auch eine andere. Und die Realität, wie sie halt ist, auch mit unseren all diesen täglichen Problemen, glaube ich, kann ich ganz gut einschätzen, wo ist unser Leistungsspektrum. Aber ich würde mir auch wünschen, dass wir jedes Wochenende jedes Spiel dominieren und gefühlt jedes Spiel gewinnen. Aber an dem arbeiten wir ja, aber auch der Gegner. Und ich glaube auch, dass wir sehr, sehr viel auch Respekt den Gegner gegenüber zollen müssen. Ich denke auch an die letzte Woche gegen Hartberg. Da hatten auch Mannschaften in der heurigen Saison wie, und ich möchte es gar nicht schönreden, Mannschaften wie Sturm Graz oder der LASK ihre großen Themen gegen die Spielweise von Hartberg. Das haben wir nicht die einzigen. Und ich glaube, das muss man auch respektieren, dass auch andere Mannschaften sehr gut arbeiten. Und wir bemühen uns auch ohne Ende gut zu arbeiten. Und wir wünschen uns jetzt Woche einen Sieg natürlich und nicht nur uns selber, sondern auch den Fans und allen, die uns die Daumen drücken. Aber man kann versichert sein, wir geben ja eh alles, was geht. Manuel, einer der Kritikpunkte an dir sind die Ablösesummen. Man sagt, du erzielst zu wenig. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, weil ich sage immer, wo kein Markt, da kann man halt nicht das erzielen, was man gerne hätte. Jetzt ist der Matthias Braunöder in die Serie A gewechselt. Denkst du, dass solche Spieler, solche Beispiele am Ende auch den Marktwert generell des Kaders erhöhen, dass man in Zukunft, was die Ablösesummen angeht, leichteres Spiel hat, mehr erzielen kann? Hundertprozentig hilft es natürlich, wenn du quasi Spieler verkaufst, die eine gewisse Erwartungshaltung am Fußballmarkt irgendwo auch mit sich bringen und die dann auch erfüllen. Jetzt könnte ich fast überspitzt sagen, ja, ich bin so dumm und fordere bewusst weniger, wenn eine Anfrage reinkommt. Aber da wird mir ja jeder wahrscheinlich zustimmen und sagen, ja, das ist so dumm, wirst du nicht sein. Also wenn jemand sagt, da hast 3 Millionen, sage ich, nein, ich hätte lieber nur eine 500.000. So gefühlt wird es ja fast schon suggeriert. Wir versuchen auch hier das Bestmögliche natürlich rauszuholen, weil
Wir wissen ja alle, wie der Verein auch dasteht. Wir wollen natürlich auch mit Transferlösen die bestmöglichen Werte realisieren. Und kann nur versichern, dass auch wir, und das sind auch mehrere Personen, sondern nicht nur ich alleine, dass wir versuchen, die bestmöglichen Werte für unsere Jungs zu generieren. Nur, ich glaube, das ist auch oft so jenseits der Praxis, wie es wirklich abläuft, wissen natürlich die wenigsten. Und ich glaube auch, wir müssen sie diese Aura irgendwo auch erst hart erarbeiten, dass unsere Jungs einfach auch am Ende des Tages den Tick mehr wert sind. Aber am Ende des Tages bestimmt schon auch der Markt den Preis und nicht nur wir. Jetzt kann ich sagen, ich verlange jedes Mal 50% mehr, aber dann werden wir keinen einzigen Spieler veräußern. Und das ist, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache. Darum glaube ich, da müssen wir alle hart daran arbeiten, dass wir einfach auch die Werte unserer Jungs weiter erhöhen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der eine oder andere komplett unter Wert auch spielt. Aber ja, das müssen wir halt erst der Öffentlichkeit beweisen. Und das ist unser täglicher Auftrag, dass wir es einfach der Öffentlichkeit beweisen. Eine Frage habe ich noch an dich, Manuel. Auch wenn man es nicht glaubt, aber du bist eigentlich mehr oder weniger ein Drittel deines Lebens mit dem Verein Austria Wien verbunden, jetzt grob gerundet. Ne? Die Woche hat die Austria einen Rekord vermeldet, 8.000 Abos, 8.000 Mitglieder. Das aber mal jetzt nicht eine Frage an den Sportdirektor Manuel Ortlechner, sondern an die Privatperson. Wenn du auf diese Entwicklung zurückblickst und auf diese Zahlen zurückblickst, was denkst du darüber, was verspürst du? Und wenn du vielleicht 1,5 Jahrzehnte zurückblickst und dir hätte einer gesagt, im Jahr 2024 erreicht es ja diese Zahlen, was hättest du da gedacht? Boah, das sind sehr, sehr, sehr gute Fragen. Als Privatperson freut es mich natürlich riesig, weil die Austria ist in Österreich mein Verein. Dass quasi diese Zahlen die Antithese zu dem sind, was gefühlt aus meiner Sicht die letzten Wochen, Monate, oft auch in der Berichterstattung und wie die Aura um den Verein ist, freut mich sehr, weil eigentlich dürfte das ja gar nicht passieren. Wenn man denke, was ich quasi immer über den Verein lese und das ist so die Antwort der Leute, die sagen, na, das ist ein spannender Verein, der in keiner leichten Phase ist, ich sage nach wie vor dazu, das ist die wirtschaftliche Situation ist nach wie vor nicht so, wie sich die Leute, glaube ich, auch von außen darstellen, das ist nach wie vor nicht so 100% gelöst und trotzdem kommen wir jeden Tag extrem gerne rein. Ich glaube auch, dass schon viele tolle Projekte angestoßen sind, vielleicht das ein oder andere Projekt wird mir erst vielleicht das ein oder andere später verstehen, habe aber auch kein Problem, wenn man nicht mehr da sein sollte. Wichtig ist einfach, dass man in der Sache für den Verein was weitergebracht hat, da geht es ja viel weniger um die handelnden Personen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also jeder, der mein Büro kennt, weiß da ganz groß, dass da ganz groß auf dem Whiteboard draufsteht, wie größer ich. Also das sollte, glaube ich, auch einmal erwähnt werden. Deswegen löse ich mich auch bewusst immer von dem Thema, dass es immer nur um mich geht oder nur um Jürgen geht. Oder der Austria Wien ist weder der Jürgen Werner noch der Manuel Ortlechner und auch nicht die zwei gemeinsam, weil ich verbringe nicht den Großteil des Tages nur mit Jürgen, sondern ich versuche mich in alle sportlichen Themen einzubringen. Und Stefan, glaube ich, weiß das auch jetzt, wie mein Alltag hier in dem Verein aussieht und es macht mir riesigen Spaß, auch sie außerhalb der Kampfmannschaft schlau zu machen und die Entwicklung eines Vereins mitzugestalten, soweit es auch möglich ist. Und da stimmen mir viele Dinge sehr, sehr positiv. Die werden momentan wahrscheinlich weniger transportiert und für viele kommt es dann wieder überraschend, dass dann plötzlich ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger aufpoppt. Wenn ihr mich fragt, für mich überhaupt nicht. Und wir haben auch den einen oder anderen spannenden, finde ich, in unserem Kooperationsverein Stripfing aktuell gerade tätig. Ich habe auch das Spiel am Freitag gegen die Wiener gesehen. Ich finde auch dort mit der Leistung speziell vom Sanel Salic sehr, sehr gut auch wieder gefallen. Das ist nach wie vor ein unglaublich interessanter Junge. Der muss wie viele andere natürlich auch noch viel dazulernen, aber er ist auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Und auch in der Akademie gibt es ja, tolle Talente. Und wenn ich mir anschaue, was im Frauenbereich passiert bei uns, wir waren im Cupfinale und jetzt auch der Start in die Saison ist richtig gut verlaufen. Egal ob die Special Violets sind, die jetzt mittlerweile auch eine neue Division haben mit den Special Violets Kids. Ich habe manchmal das Gefühl, das wird gar nicht mehr erwähnt, weil der Austria ohnehin immer diese graue Wolke über dem Stadion hat und immer regnet es ein bisschen runter und das sehe ich komplett anders, um ehrlich zu sein. Jetzt kann man sagen, ja, jetzt kommt wieder der Zweckoptimist Manuel Ortlechner raus. Aber das lasse ich mir nicht nehmen und von niemandem nehmen und auch nicht von einem Spruchplakat nehmen. Noch eine Abschlussfrage von Thomas Muck und dann Klaus Schlamaniger.
Also Manuel, kann man es zusammenfassen? Das war jetzt gerade eine Liebeserklärung von dir an die Austria. Aber ich habe noch eine Frage an den Stefan. Du hast die Zahlen auch mitbekommen. Du hast die Buch, du hast die Dynamik des Vereins mitbekommen, im Positiven wie im Negativen. Wie ist es da für dich zu arbeiten? Weil wenn es läuft, hast du eine riesige Walze im Hintergrund, die dich und auch die Mannschaft nach vorne pusht. Aber wenn es nicht läuft, kann es halt leider auch in die andere Richtung gehen. Wie ist es für dich? Wie sind das so deine ersten Wahrnehmungen in den ersten 8 Wochen? Ja, habe ich eine sehr klare Antwort drauf. Und zwar, ich habe da den Blick auf die Sache, dass ich sehe die Entwicklung und die Verantwortung dem Verein gegenüber. Und für mich ist nur wichtig, dass wir als Verein uns in die richtige Richtung entwickeln. Und meine Hauptverantwortung liegt da nicht nur bei die Mannschaft in die richtige Richtung zu entwickeln, auch die Spieler übers Training zu entwickeln, die Spielweise zu entwickeln. Und das ist mir das Allerwichtigste, dass ich meinen Job so gut, wie es in meiner Macht steht, mache, um da, wo ich die Verantwortung habe, mit meinen Leuten rund um mich, das in die richtige Richtung zu lenken. Daran arbeiten wir jeden Tag. Es kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, dass da fließen ja ganz viele Stunden jeden Tag rein und man arbeitet mit der Mannschaft, man arbeitet mit dem Trainerteam, man arbeitet aber auch mit anderen Leuten im Hintergrund. Und das erfüllt einen schon auch dann mit sehr viel positiver Energie und mit Freude, weil ganz viele Dinge in so einem Arbeitstag passieren, wo man dann am Abend sagt, okay, ich glaube, heute immer wieder was in die richtige Richtung bewegen können. Und das macht man jeden Tag und man hängt einen Tag an den anderen. Und wie du auch gesagt hast, wenn man dann diese positive Energie verspürt, dann will man umso mehr alles machen, um das zu verstärken. Und genau das ist meine Herangehensweise, aber auch von den Leuten rundherum. Und dementsprechend kann man da schon sagen, dass da ganz viele positive Dinge im Laufe von so einer Woche passieren. Aber wenn man das krönen kann, dann auch mit Punkten und mit Ergebnissen und mit leibenden Ereignissen im Stadion, ist umso schöner. Stefan, du hast zu Beginn das Comeback von Marco Ragusch angesprochen. Wie schaut da jetzt die Entwicklung aus? Wann kann man in der Kampfmannschaft mit ihm rechnen? Und dann Anschlussfrage an Manuel, wie sentimental war das für dich? Denn lange Zeit hat man nicht gewusst, ob er überhaupt noch einmal spielen kann. Also wie ist der Plan? Der Plan ist einfach erklärt. Wir sind an dem Punkt, dass er letztens 15 Minuten absolviert hat und dass das für ihn, hat er so damals berichtet, jetzt richtig gut angefühlt hat. Das hat man, glaube ich, auch von außen gesehen. Und jetzt werden wir diese Minuten raufschrauben. Da gibt es eigentlich nicht so viel Spielraum. Das ist relativ klar, wie man sowas macht, um eben das in richtiger Weise zu steuern. Und das wird jetzt so in den nächsten Wochen kontinuierlich gesteigert, die Belastung. Und um da ein bisschen so einen Fachhintergrund zu transportieren, da geht es darum zu Beginn, dass man die Ermüdung nicht zu groß werden lässt, dass er relativ viel Zeit frisch auf dem Platz verbringt, weil dann wird er das auch genauso absolvieren wie zuletzt. Das war, finde ich, sehr positiv. Und das wird man jetzt steigern, die Minuten. Und dann wird man von Woche zu Woche schauen, wie schnell er dann auch bei uns dann die ersten Minuten eingesetzt werden kann. Ja, das war auch wieder so ein kleines Highlight, wo ich denke, wenn es dann natürlich mal mitkriegt, auch was dieser Junge durchmachen musste, was auf den eingeprasselt ist, was der die letzten 2,5 Jahre aushalten musste, dann klammert die einfach einmal komplett auch einmal den Sportler aus, sondern immer mal nur die Person, den Menschen an sich. Und wenn der dann, weil auch er hat sich Gedanken gemacht, wird das jemals wieder, werde ich jemals ein violettes Trikot anziehen können? Und dann kommt dieser Moment und dann liefert er auch in diesen 20 Minuten schon so schnell so ab, dann freut es mich generell für die Person und für den Menschen, Marco Ragusch, natürlich am meisten. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass er zurück ist. Wir haben noch den einen oder anderen Fall, wie ihr wisst, wo ich mir das irgendwo auch wünsche, dass Siad oder und Wusti natürlich beide auch ganz rasch wieder das violette Trikot anhaben, um auch diese Leidenszeit, die auch mittlerweile jeweils über 2 Jahre schon ist, dass das irgendwann einmal vergessen ist und man nur noch nach vorne blickt. Also das sind so diese schönen Momente, glaube ich, in dieser Funktion auch, die ich da inne habe,
Es ist unglaublich schön zu beobachten, dann dieser Weg auch durch diese schwierigeren Zeiten, die sie gegangen sind. Und dann sieht man auch mit der Körperhaltung, wie sie dann durch die Kabinengänge gehen, wie sie die Mannschaft mitfreut, die Kollegen mitfreuen und wie die Spieler einfach ja, wieder Freude auch irgendwo am Leben kriegen, weil der Fußball trotzdem ihr Leben auch dominiert. Sie noch viele Fußballjahre vor sich haben, sie aber oft nicht wissen, hey, kann ich überhaupt nur jemals wieder Fußball spielen, und freut auch uns natürlich brutal. Ich glaube, das waren sehr schöne und positive Abschlussworte. Dann sagen wir danke für die Pressekonferenz, fürs Dabeisein. Das Auswärtstrikot gibt es heute noch bis 18 Uhr online. Am Samstag und am Sonntag dann bis zum Abpfiff des Spiels nur im Fanshop. Und wenn danach noch was da ist, hoffentlich dann wieder online unter fhk.at/fanshop. Dann sagen wir mal danke, wünschen ein schönes Wochenende und bis Sonntag um 17 Uhr in der Generalarena. Danke, ciao. Okay.